Ein herzliches Willkommen zurück zu F1 2016. Wir sind beim Qualifying in Ungarn. Ich hatte das letzte Mal zu Red Bull Racing gewechselt. Das ist unser erstes Rennen bei Red Bull. Und ja, das Training ist ganz gut verlaufen. Wir sind natürlich noch zweiter Fahrer. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir hier der erste Fahrer sind, bis wir vor Ricardo stehen. Schauen wir uns mal an, was das Qualifying bringt. Ungarn ist eine sehr, also aus meiner Sicht gesehen, eine sehr unangenehm zu fahrende Strecke. Gucken wir mal, was wir da rausholen können. Mit Red Bull. Ich wäre ja schon gerne vorne dabei. Die Spannung steigt hier am Ungaroring. Bald wird das Startsignal für das heutige Qualifying gegeben. Die Autos sollten jeden Moment auf die Strecke kommen. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. In der Vergangenheit haben wir oft genug erlebt, wie heikel die erste Kurve sein kann. Im Training oder im Qualifying spielt das Ganze keine Rolle. Aber wenn es für so viele Piloten um wichtige Plätze geht, sieht das Ganze gleich viel kritischer aus. Besonnenere Fahrer werden es langsam angehen, um Kollisionen zu vermeiden. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach wäre. Genau, einfach wird's wohl nicht werden. Du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Richtig. So, was habe ich denn jetzt? Was haben wir denn so? Für Q1, für Q1, für Q2. Ich würde gerne versuchen, Q2 auf Softs zu fahren. Aber in Ungarn gar nicht so einfach ist. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, eine gezeitete Runde oder auch zwei gezeitete Runden zu fahren. Und schauen mal, wie wir hier mit den Gegnern mithalten können. Denn ich habe nicht nur zu Red Bull gewechselt, sondern... Hoppala. Habe nebenbei auch den Schwierigkeitsgrad von schwer auf extrem hochgestellt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das von meiner Seite her kein Fehler war. Und dass ich trotzdem noch richtig gut hier mithalten kann. Red Bull ist ja kein schlechtes Auto. Also von daher sollte das möglich sein, theoretisch. Also schauen wir an, was wir hier für eine Runde hinlegen. Versuche natürlich mein Bestes. Und nicht gleich im ersten Rennen hier auf extrem hier zu versagen. Auf Experte, nicht auf extrem. Wir müssen hier ganz schön pushen. Es wird hier nicht einfach. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier an Massa vorbeikomme. Oh, Massa! Mann, geh weg! Ah, da versaut der mir die Runde hier. Durch sein extrem scharfes Bremsen. Gut, lass Massa erstmal ziehen. Lass Massa hier ziehen.
Ihn auch. Voilà. Als vorn zählte ich deswegen natürlich nicht. Ich versuche mich hier schön ein bisschen fernzuhalten. Meine Reifen ein bisschen zu schonen. Oh, nee, in die Box fahren wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh, die Kurve war schlecht. Die war verdammt schlecht. Ja, ich weiß, ich müsste. Oh, ist. Naja, komm. Runde vorbei, ey. Runde vorbei. Boah, Massa, ey, ne? Wäre der mir nicht in die Quere gekommen hier, dann wäre alles gut gewesen. Schauen wir mal, wer hier jetzt noch eine Runde raushaut. Ärgerlich, ziemlich ärgerlich. So, Qualifying 2. Deshalb habe ich es halt nicht gerne, wenn zum Qualifying mir irgendjemand vorm Auto hier rumgeht. Ja, wesentlich langsamer aus wie ich, weil, ja. Oh mein Gott. Da schicken die mich auf Soft raus, jetzt euer Ernst. Hey, kommt. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Alter, da schicken die mich bei Regen auf Soft raus. Sind die noch ganz dicht? Alter! Da schicken die mich ernsthaft auf Soft raus. Gut, probieren wir unser Glück mal auf Intermediates. Hoffentlich sind es die richtigen Reifen. Nicht, dass ich hier jetzt auf Heavy Wets hätte sogar gehen sollen, aber ich glaube, das fällt noch nicht unter Starkregen, oder? Ich glaube, das fällt noch nicht unter Starkregen. Es ist aber ziemlich rutschig, muss ich sagen. Wow. Wow, wow, wow. Boah, ist das rutschig. Also die Strecke ist im Allgemeinen ziemlich rutschig, auch bei Regen. Ist echt hart, ne?
So, natürlich hat Raikkonen jetzt eine Runde auf Supersofts hingelegt, ne? Könnte für uns natürlich bedeuten, dass wir jetzt keine Chance haben, hier irgendwie in Q3 zu kommen. Falls du nicht auf Platz 10 oder besser fährst, startest du nicht im Shootout. Also gib alles. Ja, ja. Wir verschlechtern uns. Du bist auf P13 gefallen. Ja, ich kann es ja nicht ändern, wenn die anderen noch auf Supersoft fahren konnten, ne? Und ich jetzt hier auf Regenreifen raus muss. Das ist ja nun mal Fakt. Du bist jetzt auf P14. Das ist jetzt natürlich dumm, ne? Das ist extrem dumm, da ich die Pace natürlich nicht mithalten kann, was jetzt auf Supersofts hier gefahren worden ist, ne? Wie soll ich denn jetzt hier noch in Q3 kommen? Das ist ja schon... Wenn die Strecke nicht anfängt irgendwie abzutrocknen oder so, dann habe ich hier keine Chance mehr, irgendwas zu reißen. Geht gar nicht. Und die Strecke ist halt mega rutschig, ne? Die ist mega rutschig gerade. P15, ich komme ja nicht unter die T10, unter die Top 10, keine Chance. Absolut keine Chance. Die Strecke ist so rutschig geworden. Wow.
Okay, die Intermediates fühlen sich jetzt wesentlich besser an als noch vor ein paar Minuten. Über eine Sekunde schneller. P12. P12, das bringt dich auf P12. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Okay, Arianto hat mich ja jetzt aufgehalten. Ja gut, ich fahr mal in die Box, weil hinter Arianto jetzt, das hat glaube ich nicht wirklich Sinn. Der hält mich nur auf, auch das Überholen würde mich nur aufhalten. Das war's dann für uns leider. Mit Q3. Ja, die konnten halt alle noch eine Runde auf Softs farmen, ne? Und mich hat's dann schon beim Start schon der fliegenden Runde schon rausgedreht. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 37,3. Schade. Kein Q2, kein Q3 für uns. Aber das heißt für uns zumindest freie Reifenwahl dann fürs Rennen. Und schauen wir einfach mal, ob wir das Rennen wenigstens gewinnen können. Ja, Hamilton zieht jetzt natürlich an uns vorbei. Nee, zieht er nicht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er auch in Sektor 3 und die schnellste Runde gefahren ist, aber nein, ist er nicht. Hatte der auch keine Runde auf Supersofts? Ich hab's nicht gesehen. So, hören wir uns mal die Voicemail an. Obwohl, nee, das machen wir. Bevor wir das Rennen starten. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!